Hallo, ich grüße euch. Ich möchte zunächst erstmal noch zu dem Teil 2 etwas vorausschicken. Also, wenn wir solche Fragen diskutieren und gewisse geschichtliche Ereignisse noch einmal in Erinnerung rufen, dann möchte ich, dass wir das auf einer rein sachlichen Art und Weise diskutieren. Also nicht ins Politische abgleiten und auch nicht glauben, dass es so war. Glauben ist eine Sache, die in die Kirche gehört. Und Staatsrecht und Politik ist eine Sache, die, sagen wir mal, auf sich auf Fakten begründet. Während die Politiker nun wieder eher in die philosophische Richtung abgleiten. Und die Philosophie ist ja, wie gesagt, eine Freizeitbeschäftigung an der Universität, wenn denen langweilig ist. Ne? Da wird eben aus Frieden Krieg gemacht und umgekehrt und aus Schwarz-Weiß und aus Links-Rechts und die Seiten werden beliebig vertauscht. Und dann wird mit Hilfe der hegelischen Dialektik eine Diskussion erzeugt, wo versucht wird, dem anderen genau das vorzuwerfen, was man selber tut. Und genau diese Sache ist eben auch bei der Links-Rechts-Diskussion zu beachten. Also diejenigen, die immer sagen, das sind ja Rechte, das sind ja Nazis, die haben eigentlich gar nicht begriffen, wie das Spiel funktioniert. Goebbels hat damals gesagt, genau zuhören, wir möchten klarstellen, dass wir eine linke Bewegung sind. Nichts ist uns verhasster als das bürgerliche Besitzbürgertum. Eine ähnliche Diskussion hat Hitler geführt. Und er hat sogar noch gesagt, jetzt haben wir im Prinzip das Parteiprogramm der Linken komplett aufgesogen, aber wir haben eine große Sünde begangen, wir haben uns nicht um die Rechten gekümmert. Da fragst du dich, hä, wie jetzt? Ja, es ist einfach so, dass der Sozialismus abgeleitet ist vom Marxismus und der Marxismus ist nicht etwa von Leuten gemacht worden, die mit dem Kapitalismus nicht umgehen können, sondern das ist von dem Großkapital abgeleitet. Und zwar speziell aus der Feder Friedrich Engels und den englischen Logen. Ne? So, die haben im Prinzip, ja, ich will mal sagen, die Jesuiten haben im Prinzip Karl Marx ein fertiges Manuskript gegeben und Karl Marx hat als Ghostwriter dann das Kapital rausgebracht. Ne? Worauf dann im Prinzip der ganze Unfug, der dann später entstanden ist, sich entwickelt hat, bis hin, dass man also in Russland den Zaren beseitigt hat, alles mit Lügen. Die haben den Leuten versprochen, eine Räterepublik zu schaffen und hatten das von Anfang an nicht geplant. Das ist eine ganz typische Verhaltensweise von Sozialisten. Und da muss es uns auch nicht wundern, weshalb es eine gemeinsame Schnittmenge gibt zwischen dem Parteiprogramm der CSU und dem Parteiprogramm der NSDAP. Ja, und das haben einige Politiker der CSU festgestellt. Stoiber hatte sich damit befasst, die Erika Steinbach hat sich damit befasst. Und die haben dann im Prinzip so eine Sache gesagt, also gar nicht den Teppich anheben und zu laut einatmen, das wird gefährlich. So, und deswegen ist das Thema irgendwie in so ein Stillschweigen drin. Aber genau das ist der Punkt. Was ist denn eigentlich mit dem Nationalsozialismus los? Wir haben ja in Teil 1 jetzt herausgearbeitet, wie im Prinzip der Staat beseitigt worden ist. Aber das ist ja weitergegangen. Die Weimarer Republik ist in eine Wirtschaftskrise geraten. Es gab viel Hunger, es gab viele Tote und die Leute brauchten eine Alternative. Und da ist dann so ein kleiner Schnolzbärtischer gekommen, der ein Österreicher war. Und damit er überhaupt zu Wahlen antreten kann und gewählt werden kann, muss er zunächst erstmal eine Einbürgerung durchlaufen. Weil die Einbürgerungsgesetze im damaligen Deutschen Reich waren sehr streng und man hat also mit Tricks und Kniffen versucht, aus dem Österreicher Hitler erstmal einen deutschen Hitler zu bauen. Und wenn man es wirklich rein formal juristisch machen würde, würde es nicht funktionieren. Sie haben es aber trotzdem gemacht, vermutlich hat jemand nachgeholfen. Jedenfalls ist dann später im Prinzip diese nationalsozialistische Bewegung. Da gab es erstmal so ein kleines Gekabbel in Münchner Kneipen, wo sie rausgeflogen sind. Da war die Bewegung noch recht schnell und das ist dann immer weiter gewachsen. So. Und jetzt ist Folgendes passiert. Irgendwann ist die Bewegung so groß geworden, dass er eben von Hindenburg sozusagen der Hitler zu dem Reichskanzler ernannt worden ist. Aber er hat keinen neuen Staat gegründet, sondern er hat einfach die Weimarer Republik fortgeführt. Und jetzt muss man wissen, welchen rechtlichen Status hatte die Weimarer Republik. Die Weimarer Republik ist selbst kein Staat gewesen, weil der Staat selber auch nicht aufgelöst werden kann. Ein Staat besteht immer aus den drei Grundsäulen, nämlich Staatsvolk, Staatsmacht und Staatsgebiet.
Das Staatsgebiet war fest mit der kaiserlichen Reichsverfassung von 1871 verbunden und ließ sich auch nicht ändern. Und diese setzt wiederum auf den Deutschen Bund auf. Der Deutsche Bund ist der Zusammenschluss von Fürstentümern und Königreichen, lauter kleine Staaten, die sogenannten Bundesstaaten, und denen sind dann weitere beigetreten. Also zum Beispiel ist Bayern mal beigetreten, Sachsen ist mal beigetreten und dann gab es einen bayerischen Grenzvertrag und so weiter. Das kann man alles dort nachlesen. Der hat übrigens sogar Verfassungsrang. Also Bayern hat nicht nur die Rechte, die Grenzen zu sichern, sondern auch die Pflichten. Das wird immer wieder vergessen. So, und viele sagen, ja, die Verfassung, es gibt doch keinen Kaiser. Ja, eine Monarchie muss nicht unbedingt einen Kaiser haben. Ja, muss nicht. Die Staatsform ist nämlich geblieben. Das habe ich im ersten Teil hergeleitet. Ich hoffe mal, ihr habt es verstanden, wie das ist. Wir sind rein rechtlich immer noch eine Monarchie als Staatsform. Keine Demokratie, eine Monarchie, aber ohne Monarchen. Weil der Monarch während der Republik weggeputscht worden ist. Und zwar mit der Morddrohung, die am 18.10.1918 einging. Und wegen dem Geständnis von Max von Baden sozusagen dazu geführt hat, dass der Kaiser am 29.10.1918 3 Uhr über die Grenze ist. So, das ist nochmal eine kurze Zusammenfassung vom ersten. So, das heißt, mit dieser Flucht hat es noch lange nicht eine Auflösung der Monarchie gegeben. Auch die Weimarer Republik war nicht in der Lage, die Monarchie aufzulösen, sondern sie hat eben die Abdankungsurkunde des Kaisers nur gefälscht und dann so getan, als interessiert das niemand mehr, dass das gefälscht war, und haben dann einfach weitergewurstelt. So. Und jetzt ist die Geschichte nur spätestens mit Hitler rausgekommen. Der Hitler hat festgestellt, oh, irgendwas stimmt doch hier mit dem Versailler Vertrag nicht. Weil wenn in der Verfassung steht, dass der Kaiser den Versailler Vertrag ausfertigen muss und alle Staatsverträge unterschreiben muss, wo ist denn hier die kaiserliche Unterschrift unter dem Ding? Weil er hat ja gestöhnt, dass er immer den Versailler Vertrag bedienen muss und da bleibt kein Geld übrig und jetzt müssen wir auch den Goldstandard aufheben und müssen unsere damalige Reichsmark eben nur auf Arbeitskraft gründen. Das war ja die große Diskussion, die Rede da über das Geld. Und wie ihr ja wisst, hat er dann versucht, mit dem Kaiser ins Gespräch zu kommen und sagen, also ich kann ja nicht regieren, ich kann keine Gesetze machen, ich kriege hier keine Ordnung rein in das Land. Das Volk revoltiert, wenn wir hier eine Ordnung schaffen. Kaiser, gib mir mal bitte das Ausführungsrecht. Und dann haben die sich getroffen, Kaiser und Hitler, und haben die Sache beredet und der Kaiser ist zu der Ansicht genommen, dass der Hitler überhaupt keine Demokratie errichten will, beziehungsweise ein völlig anderes Demokratieverständnis hat und es deswegen nicht zu einer Übereinkunft gekommen ist. Der Kaiser ist dann im Sommer 1941 in Berlin gestorben und hat sozusagen Ausfertigungsrecht mit ins Grab genommen. Das ist der Grund, weshalb es mit Ablauf des 27.10.1918 einen Rechtsstillstand gegeben hat. Und der kommt damit zustande, weil ja im Prinzip Verträge immer so gemacht worden sind, dass sie an einem Tag beschlossen werden und am Folgetag in Kraft treten, es sei denn, es ist was anderes vereinbart. So. Und das ist eine lange Tradition, die also weit bis ins Mittelalter zurückreicht. Das hat man immer dann gemacht, damit es keinen Streit gibt. Zum Beispiel die ganzen Lehnsverträge waren immer für einen vollen Tag. Also ein Lehnsherr hat meinetwegen in einem Monat das Stückel Feld als Lehen bekommen und das ging dann bis zum Herbst und dann haben die ein Datum festgeschrieben und dann konnte er das Lehen verlängern oder konnte es jemand anders geben und das wurde immer auf ganze Tage abgeschlossen. Und das hat sich auch in alle modernen Verträge als sinnvoll und als rechtssicher erwiesen. Zum Beispiel der ABC-Waffensperrvertrag ist exakt auf die Sekunde 59 sozusagen ausgelaufen und 0 Uhr wieder angelaufen. Genau in der Nacht, wo also Artikel 23 Grundgesetz gelöscht wurde durch James Baker bei der Außenministerkonferenz. Das war im Zusammenhang mit den Verträgen mit der Wiedervereinigung. Und die DDR hat also dort zwei Vertreter hingeschickt und die haben aber nicht das gemacht, was eigentlich für die Wiedervereinigung notwendig war. Und einer der zwei Vertreter hat im Außenministerium der DDR Siegel gestohlen und hat mit diesen Siegeln ohne Wissen der Volkskammer die Verträge der Wiedervereinigung gesiegelt. So, nun müsst ihr wissen, wenn man das macht, macht man Verträge ungültig. Und das kommt damit zum Ausdruck, weil zum Beispiel am 23. August 1990 die Volkskammer erstmal den Beschluss gefasst hat, überhaupt eine Wiedervereinigung über Artikel 23 Grundgesetz zu wollen.
Wir wissen aber aus den Protokollen, die uns zugänglich gemacht worden sind, dass während den Verhandlungen nochmal die Polen, also der Skubiszewski, dazugeholt worden ist und dass dort vereinbart worden ist, den Artikel 23, also den Geltungsbereich des Grundgesetzes, zu löschen, ersatzlos, und sofort mit Wirkung am 18.07.1990 ein handelsrechtliches Konstrukt zu generieren, was wieder BRD und DDR heißt, aber nicht auf der staatsrechtlichen Grundlage, also, sondern auf einer rein handelsrechtlichen. So. Und mit dieser Symbolverwirrung sind die in die Volkskammer gegangen und haben der Volkskammer erklärt, dass wir das privatisieren müssen. Zu diesem Zeitpunkt war das aber schon lange heimlich privatisiert. Und diesen, man könnte sagen, Volksverrat hat Kohl und Genscher verbrochen. So, Genscher ist dann lediglich zur UN hin und hat am 3.10.1990 nicht etwa eine Wiedervereinigung bekannt gegeben, sondern hat, damit das nicht auffällt, die Bundesrepublik formal juristisch im Staatenregister der UN löschen lassen. Das heißt, wir haben also am 3.10. keine Wiedervereinigung, mit was denn auch, sondern eine Löschung. Die neuen Bundesländer, die angeblich der alten Bundesrepublik beigetreten sind, wurden erst durch das Ländergründungsgesetz geschaffen und das war am 14. Oktober 1990, erinnern wir uns, Wiedervereinigung angeblich 3.10. Aber die neuen Bundesländer, die angeblich beigetreten sind, wurden erst am 14.10. gegründet. Das müsst ihr euch ungefähr so vorstellen, als würde das Baby am 3.10.1990 gewindelt, aber erst am 14.10.1990 geboren. So, und dass das nicht funktionieren kann und dass das eine rechtliche Unmöglichkeit hat, man sagt also eine kausale Unmöglichkeit, haben wir keine gültigen Verträge der Wiedervereinigung. So, wir müssen auch weiter wissen, es musste ja auch nie etwas wiedervereinigt werden, weil der Staat an sich, war nie geteilt. Der war die ganze Zeit, der ist bis heute nicht geteilt. Das ist das Staatsgebiet, das genau dieses geografische Gebiet umfasst, was am 27.10.1918 bestanden hat. Weil am 28. war ja der Putsch, wir erinnern uns, beim Putsch gehört es immer von 0 Uhr angerechnet, weil alle Lehnsverträge enden immer zum Tagesende und beginnen mit 0 Uhr los. So, wenn also die Kontrolle über Staatsgebiet nicht vollständig möglich ist, dann zählt immer der ganze Tag zum Putsch. Weil eben keiner sagen kann, war jetzt die Attacke nur 9 Uhr, war es 10 Uhr, war es zwischen 9 und 10 Uhr oder war es Abend. Es kann niemand auf die Sekunde genau sagen. Deswegen rechnet man immer politische Putsche oder die Störung der Handlungsfähigkeit immer den ganzen Tag raus. So. Und dann muss das Parlament, wenn sich die Lage beruhigt hat, wieder zusammentreten und muss sagen, ja, das ist, also die Verhandlungen sind zu einem ungünstigen Zeitpunkt passiert, wir müssen das jetzt so oder so machen. So. Und das steht noch aus. Das heißt, wenn die Kontrolle über das Staatsgebiet wieder dieser Staatsregierung übergeben wird, muss sie sagen, wie sie mit dem 28.10. umgehen wollen. So. Ich kann das nur empfehlen. Ich würde sagen, das so zu lassen, wie das im Völkerrecht gehandhabt wird, den 28.10. außen vor zu lassen, weil an diesem Tag keine Vereinbarung getroffen werden können, dass der rechtliche Status sich geändert haben kann, weil Max von Baden zwar den Gesetzentwurf unterschrieben hat, aber nicht berechtigt war, eine Ausfertigung zu machen. Und das hängt damit zusammen, weil das Ausfertigungsrecht mit dem Artikel 17 der damaligen staatlichen Verfassung, das ist die Kaiserliche Reichsverfassung vom 16. April 1871, die am 20. April 1871 veröffentlicht worden ist. Und dort steht drin, dass der Kaiser das alleinige Ausfertigungsrecht hat. Er hat auch das Recht, Staatsverträge zu schließen und zu lösen und so weiter und hat die Aufgabe der Außenvertretung und dem Empfang von Staatsgästen. Das ist also sein Aufgabengebiet. So. Und der Kaiser war mit der Gesetzesänderung nicht einverstanden, obwohl er Ende September Gespräche angefangen haben, gewisse vorbereitende Maßnahmen auch dem Parlament zu unterlassen. Aber der Kaiser hat ausdrücklich darauf bestanden, dass er immer das letzte Wort hat, wenn irgendwas geändert worden ist. So. Das heißt, wenn der Reichstag irgendwas beschlossen hat, dann müssen das ändern, müssen jenes ändern. Dann wurde das vorgelegt. Der Kaiser hat also dann über die
damalige Reichsdruckerei den Gesetzentwurf drucken lassen, hat oben ein Vermerk gemacht. Das ist also ein schwarzes Dreieck mit einer Zahl drin. Und wenn da eine Null drin steht, ist es sozusagen unmittelbar von dem Protokollanten in den Druck gegangen. Die hatten also da schon so Blätter, ne, wo das alles gesetzt worden ist, alles mit Bleiletter. Und dann wurde ein Abzug gemacht und das wurde erstmal verteilt an die Leute, die die Gesetze Korrektur gelesen haben. Also die Kommasetzung drin ist, der Ausdruck korrekt, es ist wirklich alles ordnungsgemäß. Ist das die Zählung der Bachografen stimmt und so weiter. Und wenn das soweit stimmig war, wurde dieser Andruck dem Kaiser vorgelegt und der hat gesagt, jawohl, das ist jetzt in Ordnung, das können wir zum Druck geben. Und man sieht, dass es nicht nur am 28.10.1918 zu dieser Verweigerung der Ausfertigung kam, sondern dass bereits im Juni Gesetze gemacht worden ist, wo der Kaiser noch keine Ausfertigung oder Druckfreigabe erteilt hat. So, man muss aber trotzdem davon ausgehen, dass der Kaiser bis zum 27.10.1918 die volle Handlungsfähigkeit erhalten hat und es gab keine Besetzung des Reichsgebiets und auch vor allen Dingen, das ist entscheidend, die Kontrolle über der Hauptstadt, die war vollständig unter Kontrolle des Kaisers. Dass da mal jemand eine Morddrohung im Regierungssitz einwirft, das kommt schon mal vor. Ja? Ist aber noch kein Kontrollverlust. Ja? Es ist ein Versuch, eine Ankündigung, Terror zu machen, aber ist kein Kontrollverlust. Und in der Hager Landkriegsordnung ist der Kontrollverlust erst erreicht, wenn die feindliche Besatzungsmacht die Kontrolle über die Hauptstadt erlangt. So. Und das ist erst mit der Weimarer Republik am 28.10. passiert, weil ja dann der Kaiser flüchten musste. So, das ist erstmal so kurzer Abriss. Und jetzt müssen wir überlegen, was ist denn nun die Folge dessen? Naja, diese Täuschung mit den gefälschten Abdankungsurkunden, mit Verträgen, die von Leuten unterschrieben sind, die überhaupt nicht zeichnungsbefugt waren und ähnliche Dinge, ist also damals von der Weimarer Republik über Nationalsozialismus bis in die Bundesrepublik reingeschleppt worden. Und das Fatale daran ist, dass dann irgendwann mal die Italiener gesagt haben, ja, wir hatten in unserer Geschichte damals so einen Überfall auf die Wehrmacht, so in Italien, und wir hätten jetzt gerne mal eine Reparation für das, was die damalige Wehrmacht unter der Zivilbevölkerung angerichtet hat. Man muss natürlich wissen, dass diese Aktion der Wehrmacht ein Partisanenanschlag vorausging und sozusagen das von der Wehrmacht so ein Racheakt war. Das lassen Sie ja dann immer weg. Ne? Also erst gab es einen Partisanenanschlag, da sind ein paar Wehrmachtssoldaten umgekommen und die haben sich dann Zivilisten gegriffen und haben also dort Rache geübt. Das ist aber auch ein Kriegsverbrechen, ganz klar. Ne? Also man darf auch, die Partisanen sind Verräter, ne? Die durften man auch sofort aburteilen, kein Problem, alles sauber. Aber eine Rache an der Zivilbevölkerung ist ein Kriegsverbrechen und genau darum ging es. Und dann wurde vom Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte oder so geklagt. Und zwar haben die Hinterbliebenen gegen die Bundesrepublik geklagt und haben so argumentiert, die Bundesrepublik möge da bitte Gelder freigeben, damit sozusagen zumindest ein symbolischer, aber doch ansprechender Betrag und Reparation für eben dieses betroffene Dorf zusammenkäme. Da haben sie so eine Summe genannt, was sie so vorgestellt haben. Und das hat die Bundesrepublik abgelehnt. Und dann ging die Sache vor Gericht. Und das Gericht hat entschieden, nein, das geht nicht, weil die Bundesrepublik hätte die Rechtsnachfolge des Nationalsozialismus angetreten. Der Nationalsozialismus wäre nach den Regeln des UN-Statuts ein Staat. Und die Rechtsnachfolge eines Staates anzutreten, würde also der Bundesrepublik eine Staatenimmunität verleihen. So, da fragt man sich, hä, wie jetzt? Die Bundesrepublik macht den Kampf gegen rechts und sagt, die bösen Nazis, wir müssen da bekennen, nehmen riesen Steuergelder auf, aber eben unter dem Wissen, der Nationalsozialismus ist eine linke Bewegung, der Kampf geht immer nur gegen rechts. Rechts ist sozusagen nicht der Nationalsozialismus oder die Nazis, sondern eigentlich diejenigen, die im Kaiserreich rechtmäßig für den Staat eintreten. Und deswegen haben wir eben viele politische Erscheinungen der letzten Zeit, dass eigentlich alles, was gut und sinnvoll und aufbauend und volksnah und überhaupt richtig wäre, sofort mit einer rechten Ideologie gleichgesetzt haben, wären also Gender und Multikulti und Chaos und Anarchie eine linke Überzeugung darstellt. Ja. Aber wir wissen, die Änderung eines Gesetzes bedarf der Ausfertigung. Ohne Ausfertigung bleiben wir auf dem Rechtsstand vom 27.10.1918 stehen. Ne? Alles das, was der Kaiser
persönlich verordnet hat, hat er die Möglichkeit, eine Verordnung rauszugeben. Da musste nicht unbedingt der Reichstag da drin beteiligt werden. Also wenn irgendeine Not war, konnte der Kaiser sofort eine Verfügung machen, wie gewisse Dinge zu handhaben sind. Das musste dann auch erstmal so gemacht werden. Wenn es um Gesetz geht, also eine Verfassungsänderung oder eine grundlegende Sache, dann müsste immer der Reichstag eingeschaltet werden. Und wenn der Reichstag eine bestimmte Sache festgelegt hat, wie zum Beispiel 1911 gab es einen Streit, welche Schrift soll denn in allen öffentlichen Dokumenten verwendet werden. So, und da ist dann ein Faktorstreit entstanden, der dann abschließend mit Zweidrittelmehrheit entschieden worden ist, dass es bei der Frakturschrift bleibt. Die Sozialdemokraten haben gesagt, na, man kann doch nicht so eine Sache jetzt so thematisieren. Wie könnte man denn mit einem anderen Schriftgrund die Grundlagen des Staates aushebeln? Die haben also schon damals gewusst, was sie damit mit dem sogenannten Frakturstreit anrichten. Fakt ist eins, ein Dokument, was nicht in Frakturschrift erstellt ist, ist definitiv nicht staatlich. Da werden viele sagen, ups, mein Ausweis muss, wenn er staatlich sein soll, in Fraktur ausgefertigt werden. Und er muss auch das Siegel benutzen, was am 27.10.1918 benutzt worden wäre. Weil die Änderung des Siegels ist ein hoheitlicher Akt, was nur dem Staat zusteht. So, da sagen ja viele, ja, ich habe ja da vorne einen Ausweis und da ist ja noch der Reichsadler drauf. Das ist richtig, aber es ist nur geduldet. Es ist kein staatliches Symbol. Der sogenannte Reichsadler auf dem bundesdeutschen Reichspass ist ein Gewerbelogo, immer noch. Das ist kein staatliches Symbol. Der staatliche Adler sieht ganz anders aus. Er hat eine Krone, geschwungene Federn und ist nicht zu verwechseln. Der sogenannte Kaiseradler ist das staatliche Symbol. Der Adler mit den sechs Federn, das ist aus der Weimarer Republik. Und zwar nicht aus dem Nationalsozialismus, sondern davor durch die Sozialisten der Weimarer Republik im Prinzip benutzt. Also der Ebert und seine Regierung und Hindenburg, die haben also dort mit dem Reichsadler rumgeblubbert und haben so getan, als wäre das jetzt das neue staatliche Symbol. War es nicht. Die durften einfach das staatliche nicht benutzen. Und das muss man wissen. So, jetzt muss man weiter überlegen, wenn es nun heute überhaupt keine amtlichen Bescheide mehr gibt, die eben aufgrund der Verpflichtung in Fraktur ausgefertigt worden ist, haben wir im Prinzip nur nichtamtliches. Wir haben nichtamtliche Inhaltsverzeichnisse bei Gesetzen, wir haben nichtamtliche Bescheide, nichtamtliche Verwaltungsakte. Es ist alles nur notstandsrechtlich gemacht, aber wenn man schon Notstandsrecht benutzt, ist der Notstandsleiter verpflichtet, die Gesetzgebung anzuwenden, die vom staatlichen Ursprung her verordnet worden ist. Und das kann nur eine Gesetzgebung sein, die maximal noch bis zur letzten Sekunde des 27.10.1918 entstanden sein kann. Also 23:59 Sekunden. Ja, dann Schluss. Weil es gibt keine Mikro- und Millisekunden im Recht, sondern nur Sekunden. Und das hat den Grund, weil man innerhalb einer Sekunde nicht etwas vortragen und besiegeln kann. Das schafft man einfach nicht. Man kann den Satz nicht mal aussprechen, geschweige denn es besiegeln. Also zu Papier bringen und mit einem Siegel versehen. Das ist innerhalb unter einer Sekunde nicht möglich. Zumindest nichts Sinnvolles. Weil das Aussprechen, das deutliche Aussprechen eines Satzes länger braucht als eine Sekunde. Deswegen gibt es keine juristischen Bruchteile einer Sekunde. Kann sein, dass es bei irgendwelchen Patenten eine Rolle spielt, wo man mit Nano- und Mikrosekunden in der Physik rumblubbert, aber reine völkerrechtliche Verträge sind immer maximal auf Sekunde gemacht und deswegen kann man da hier den Cut machen. Es gibt dann eine sogenannte juristische Sekunde, das ist die Lücke zwischen 59. Sekunde und 0, die wird aber nicht mit irgendeiner rechtlichen Bedeutung hinterlegt, sondern es ist einfach die Bruchstelle, damit man sagen kann, man ist auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. So, das heißt, die Weimarer Republik beginnt mit dem Beginn des Tages 0 Uhr. Wir wissen natürlich, dass irgendwann die Kalenderzählung von der katholischen Kirche aufgrund des Konzils von Nicäa geändert worden ist. Ja, früher hatte man einen anderen Kalender, da ging man mit Sonnenaufgang los. Und da war natürlich, je nachdem, in welcher Zeitzone du gelebt hast, gab es eine Verschiebung. Da werden viele sagen, das ist also ungewöhnlich und ungenau. Das ist ziemlich präzise, man kann sich zum Beispiel auf dem offenen Meer damit nicht verfahren, weil es immer die genaue Zeit. So, man hat es halt geändert und so ist der Tag eben nicht mit Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang beendet, sondern mit 0 Uhr. Und das hat sich also vom 4. Jahrhundert bis heute so erhalten. Das muss man wissen, wenn man über
Verträge spricht und Verbindlichkeiten festmacht zwischen Völkern. Nun muss man wissen, die USA haben ein Problem, denn die haben am 8. Mai 1945 dann über das Potsdamer Abkommen und so weiter die Besatzungsrechte ausgeübt und die auch nicht wieder hergegeben bis 1955 Sommer, da war Ende der Kampfhandlung. In der Zwischenzeit, in dieser Zeit, wo die Besatzung war, wurden angeblich zwei Staaten erzeugt, wo gesagt worden ist, die DDR ist also hier durch Volkeswille entstanden und wäre jetzt der sozialistische Staat und die Bundesrepublik hat für sich in Anspruch genommen, eben dieser kapitalistische Staat an. Ich will jetzt nochmal das Originaldokument raussuchen, ich suche es mal raus, dauert nur eine Minute. Und dieser Vermutung, dass ein Staat gegründet worden ist, dies hat zu einem Streit geführt und zwar am 18. Mai 1956 und da ist während der Genfer Außenministerkonferenz der US-Außenminister John Foster Dulles aufgetreten und hat Folgendes gesagt, bitte genau zuhören. Die Bundesrepublik Deutschland und die sogenannte Deutsche Demokratische Republik stellen nicht, und zwar weder getrennt noch gemeinsam, eine gesamtdeutsche Regierung dar, die ermächtigt wäre, für das als Deutschland bekannte Völkerrechtssubjekt zu handeln und Verpflichtungen einzugehen. Die Regierung der Vereinigten Staaten ist nicht der Auffassung und sie wird es auch nicht zulassen, dass Deutschland als Völkerrechtssubjekt immer in neue separate Staaten aufgeteilt ist. Für immer, nochmal, für immer in neue separate Staaten aufgeteilt ist. So, wir erinnern uns, das Grundgesetz ist 1949 entstanden. Die DDR-Verfassung auch ungefähr an der Zeit. Wir hatten aber, und das ganz genau überlegen, bevor es überhaupt ein Grundgesetz gab, ein Tillerson-Urteil. Tillerson-Urteil, nochmal kurz überlegen, war die Entscheidung, ob der Ehrenmord eines Wehrmachtsoffiziers an einem Verräter ein Kriegsverbrechen war oder nicht. So. Aus staatlicher Sicht ist es im Prinzip, wenn man so will, die Exekution eines Hochverräters, weil sich die Gelegenheit bot, obwohl noch kein Hochverratsprozess stattgefunden hat. Man hat also einfach das gemacht, was im Reichsstrafgesetzbuch, Paragraph 80 und folgende, bestimmt ist, also wer Hochverrat gegen den Staat macht, also sozusagen eine staatliche Macht an andere überträgt, also sozusagen Hochverrat begeht, die Kontrolle staatlicher Funktionen an andere übergibt, also Hochverrat begeht, der wird mit dem Tode bestraft. Und nur der Kaiser, der kann eine Begnadigung erwirken. So, nur ist natürlich dadurch, dass Tillerson den Erzberger umgebracht hat und drei seiner Mittäter, was vorweggenommen worden, nämlich die Möglichkeit, dass der Kaiser gesagt hat, den Erzberger bringen wir jetzt mal nicht um, aber der arbeitet eben einen Teil seiner Schuld ab und überführt zum Beispiel auch die anderen Banausen ihrer Taten. Ne? Diese Entscheidung hat also Tillerson vorweggenommen und deswegen ist es auch aus dem staatlichen Recht nicht in Ordnung, dass er Selbstjustiz geübt hat. Der Hitler war aber der Meinung, jeder, der in militärischen Dienst ist und sozusagen das Land verrät, der wäre sowieso sofort erschossen worden. So, das ist aber auch kein staatliches Recht, sondern das ist eben mitten im Krieg bei Verrat üblich gewesen. Ne? Man konnte auch für wesentlich geringere Taten, wie zum Beispiel das Stehlen von Kirschen bei einem Bauern, erschossen werden in der Wehrmacht. Ne? Die Wehrmacht hat grundsätzlich immer Bezugsscheine bzw. auch Bargeld gegeben, wenn sie irgendwo von den Bauern Nahrungsmittel genommen hat. Und wer selber sich von der Truppe entfernt hat und hat beim Bauern die Kirschen runtergerissen, ist in der Regel erschossen worden. So, einfach sagen wir mal, den Ruf der damaligen Armee zu wahren. So. Das muss man ganz klar sagen. So, wir können also jetzt davon sagen, in der Bundesrepublik ist der Tillerson dann wieder verurteilt worden, weil eben die bundesrepublikanische Sicht war, na, der Hindenburg ist rechtmäßig ernannt worden und es geht nicht, dass er hier noch Selbstjustiz macht und hat dann also noch eine ganze Zeit seine Rechtsstrafe abgesessen. Und in diesem Tillerson-Urteil ist eben auch mal eine Frist genannt worden, so eine genannte Sperrfrist, vom 5.3.1933, ab dann alle Gesetze ungültig sind. Weil man im Rastatter Kriegsverbrechertribunal damals noch annahm, dass Hindenburg rechtmäßig ernannt wird. Das ist nicht der Fall. Das wissen wir heute.
So, und wenn das nicht so ist und der Staat noch besteht, aber eben nur handlungsunfähig ist, kann die Weimarer Republik nicht Staat sein, weil sie ja im Prinzip eine Besatzungsmacht ist. Also entweder ich bin der Staat oder ich bin der Besatzer, ich muss mich entscheiden. Und die Entscheidung der Bundesrepublik, die hatte ja nach dem Ende des Krieges, also 8. Mai 1945, sagen können, nee, wir setzen jetzt die alte Staatsmacht wieder ein, die die Weimarer Republik weggeputscht hat, und wir vergessen das auch mit dem Nationalsozialismus, das war alles großer Mist, hat zu Haufen Toten geführt. Wir wollen jetzt wieder eine staatliche Grundlage. Dann hätte die Bundesrepublik die Möglichkeit gehabt, in die Rechte und Pflichten des Staates einzutreten. Aber das ist nicht passiert und das ist auch vom Ausland her nicht gewollt gewesen. Frankreich hat zum Beispiel gefordert, dass es eine strikte Trennung gibt zwischen Deutschland und Russland. Die wollten also sogenannte Trennung, ein Cordon sanitaire erfinden, sodass es nicht passieren kann, dass Deutschland und Russland auf Augenhöhe stehen und miteinander Handel treiben, weil dann England und Frankreich ins Hintertreffen geraten wäre. So. Und genau dieses ist am Vorabend einer Währungskrise oder einer Rezession im Prinzip tödlich. Wenn die Zusammenarbeit der zwei großen Handelsgebiete in Europa getrennt wird. Ne? Also man zieht im Prinzip die Wirtschaftskraft so weit runter mit dem Cordon Sanitaire, dass es eben nicht so optimal läuft, wie es sein muss. Und natürlich ein kleiner Rückgang der Wirtschaftsleistung sofort zu einer knappen Katastrophe führt. Wir haben also eine sogenannte Zinsfalle, die also regelmäßig bei der EZB eine Rolle spielt, wonach die Bundesrepublik die Zinsen nicht unter Null drücken kann. Sie müssen Geld ausreichen, damit der Laden überhaupt läuft. Und wenn sie die Zinsen erhöhen, würden alleine das, was an ausgereichten Krediten reicht, ausgereicht worden ist, ausreichen, um eine ganz schlimme und schwere und unreparierbare Rezession zu erzeugen, die uns mindestens 30, 40 Jahre niederdrückt. So. Und das ist das Problem. Und deswegen muss der Cordon Sanitaire aufgehoben werden. Und das geht nur, wenn Russland und USA sich einig wären, dieses Problem der gefälschten Abdankungsurkunde zu lösen und die staatlichen Grenzen auch im Artikel 116 Grundgesetz zu reparieren. Weil es kann nicht sein, dass der Hitler oder dem Hitler zugesprochen worden ist, haben ja die Amerikaner gemacht, dass die Grenzen vom 31.12.1937 gelten. Das kann nicht gelten. Der Staat ist nur dann ein Staat, wenn er selber mit seinen Nachbarn die Außengrenzen festlegen kann. Und die sind nun mal aufgrund der Besatzung der Weimarer Republik festgelegt worden. Da hatte der Staat gar keinen Einfluss mehr. Und sobald eine Besatzung ist, ist der Besatzer nicht berechtigt, die Grenzen zu verrücken. Und es ist nicht bekannt, dass am 28.10. die Grenzen verrückt worden sind. Es hat damals noch funktioniert, aber der Versailler Vertrag hat die Grenzänderung nicht herbeigeführt, weil es noch nicht ordentlich unterschrieben worden ist, weil auch die Schriftsätze ausgetauscht worden sind, die Formulierungen verdreht und Deutschland eine Kriegsschuld zugesprochen worden ist, die es gar nicht haben konnte, weil Deutschland im Ersten Weltkrieg nur Bündnispartner war. Also sowas wie eine NATO nannte sich Bismarckscher Beistandsvertrag. So. Den Friedensvertrag kann also nur noch Österreich-Ungarn als Monarchie mit Serbien abschließen. Und nun wisst ihr auch, warum es in Kosovo Krieg gegeben hat, wo also Bosnien gegen Serbien aufgebracht worden ist, damit es nicht passieren kann, dass Serbien sich mit Österreich-Ungarn an den Tisch setzt und sagt, das ist ganz schlimm gelaufen damals. England hat sich ja eingemischt, gibt da ein Buch über einen Herrn Cunningham. Der hat also herausgefunden, dass der Churchill schon im Ersten Weltkrieg an dem Attentat von Sarajevo beteiligt war. Und damals immer wieder von A nach B ausgesessen hat und sich nicht darum gekümmert hat, das endlich mal in Ordnung zu bringen. Deswegen ist der Kalte Krieg entstanden. Der Kalte Krieg hat nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Der Kalte Krieg kommt aus der Sache, dass ein Friedensvertrag im Ersten Weltkrieg nicht möglich ist, weil es am 18. Mai 1918 zu einer Verfügung über die Form der Auflassung kam, wo der Kaiser persönlich verfügt hat, dass das Kriegsende nur durch eine Verfügung des Kaisers erklärt werden darf. Und deswegen ist der Krieg sozusagen kalt. Er ist eigentlich schon beendet, weil die kaiserliche Armee gibt es nicht mehr, die Österreich-Ungarn gibt es nicht mehr, Serbien in der Form, wie wir es kennen, auch nicht mehr. Die Tschechische Republik hat sich aus Österreich-Ungarn ausgegliedert. Und die Ostgebiete sind abgetrennt worden und Saarland ist auf der falschen Seite, das gehört eigentlich zu Frankreich. Da gab es noch so eine Dissonanz und Elsass-Lothringen gehört jetzt zu Frankreich, gehört aber eigentlich zum Deutschen Reich. Ne? So, das ist die Situation. Und man ist nicht in der Lage, das aufzuräumen, steuert aber mit Vollkraft auf eine große Rezession zu. Und wenn das nicht gelöst wird, dann kriegen wir alle ein Problem, weil die Währung, die kann innerhalb von 4 Stunden sich völlig in Luft auflösen.
Und die Verteilungskämpfe würden dann im Prinzip zum Bürgerkrieg führen. So. Und ich habe deswegen mal die ganze Rechtssache zusammengetragen und habe es gestern 23 Uhr noch was, Putin und Trump zugeschickt, was ich also rausgefunden habe, was ich zusammengetragen habe und hoffe, dass denen klar ist, dass sie immer noch auf einem ganzen Sack ungültiger Verträge sitzen, die Bundesrepublik mit der EU und mit den USA geschlossen haben. Aber wir haben es ja gerade gehört, das Zitat vom Außenminister, da sich der rechtliche Status von 1956 an bis heute nicht geändert hat. Das Grundgesetz ist älter, die DDR-Verfassung ist älter und 1956 wurde bereits hergestellt, dass es keine Vereinigung gab. Und wir wissen, der Staat war noch nie geteilt, also geht es ja nur um Wirtschaftsgebiete. So, gut. Ich würde sagen, ich schließe das Video jetzt erstmal ab. Ihr wisst jetzt erstmal Bescheid, was hier auf dem Spiel steht. Und jetzt müssen wir natürlich wissen, wenn man jetzt mit einer falschen Staatsangehörigkeit noch ein EU-Parlament ermächtigt, Entscheidungen zu treffen, die für das Staatsgebiet wirksam werden soll, dann müsste man die Möglichkeit haben, diese Verträge anzugreifen und der EU mal deutlich zu machen, dass alle EU-Parlamentarier mit der falschen nationalsozialistischen Staatsangehörigkeit drin sind, weil der Nationalsozialismus kein Staat war. War er nie gewesen, würde auch nie werden, weil die Weimarer Republik, von der die Rechte übertragen worden sind, schon mal kein Staat war, sondern nur eine Vereinigung an der Freimaurerlogen von Weimar. Die haben sich also dort ein bisschen abgesetzt, weil es in Berlin war es zu gefährlich. Da hätten sie sich eine blaue Bohne eingefangen, weil die damaligen Offiziere waren wütend über das, was die Sozialisten gegenüber dem Kaiser angerichtet hatten. Und die hätten sie im Prinzip sofort erschossen. Deswegen haben die das außerhalb gemacht. Und diese sogenannte Weimarer Reichsverfassung ist nie über den normalen Weg des Reichstags zu einer Verfassung geworden. Sondern es ist einfach nur mit Waffengewalt und mit Putsch und Lügen und Betrug aufgezogen worden. Kam aber im Prinzip nie dazu, dass sie offiziell eingesetzt haben. Und jetzt haben wir das Fatale, dass eben dann, nachdem die Freistaaten hier durch die Alliierten installiert wurden, man muss dazu wissen, es gab eine sogenannte Reihe von Proklamationen, wo die Alliierten gesagt haben, wir nennen jetzt die Verwaltung, also sozusagen die Lagerverwaltung der Kriegsgefangenengebiete, die nennen wir jetzt mal Staat und da machen wir dann Verwaltungen und Parlamente, aber im Prinzip war denen klar, dass es kein Staat werden kann, weil der Außenminister es auch selber erklärt hat. Die haben einfach nur eine Beruhigungsbrille ausgegeben, dass jemand dachte, na, das wird sich jetzt alles schon wieder einrenken. Dann hatte der Carlo Schmidt auch noch gesagt, dass sie keinen neuen Staat gründen und da war auch schon wieder Ruhe eingekehrt. Aber im Prinzip haben sie mit diesem Nichtstaatskonzept weitergewurstelt und wollen uns jetzt sozusagen eine Urheberrechtsgeschichte überstülpen, die nicht funktionieren kann, weil die Vertragsbedingungen nur ein Staat mit irgendeiner anderen Entität machen kann und nicht, dass Leute sich als Staat ausgeben. Schon mal müsste die Urkunde, die gegenüber der EU oder der UN oder der Alliierten ausgetauscht wird, in Fraktur abgefertigt sein und es müsste dieses Siegel verwendet werden, was der Staat hätte auch benutzt. So, und da, das darf aber wieder nur der Siegelberechtigte. Also ist ohne Siegelrechtewahl mit Russlackdeutschen kommt nie ein gültiger Staatsvertrag zustande, auch nicht der GEZ-Vertrag. Weil der GEZ-Vertrag müsste in Fraktur ausgefertigt sein, es müsste das staatliche Siegel drauf sein und Staatsverträge müsste der Kaiser unterschreiben. Die GEZ ist viel später entstanden, als der Kaiser schon bald gestorben war und beerdigt. Ne? Also das kann nicht funktionieren. Man muss hier grundsätzlich aufräumen und muss auch den staatlichen Rundfunk wieder auf eine staatliche Grundlage stellen. Und der Kaiser hat verfügt, allein Telefunken hat das Recht, einen kostenlosen, betone, kostenlosen Rundfunk in dem Bereich der Grenzen vom 27.10.1918 zu installieren. So, das ist die große Lüge, die uns immer aufgetischt wird, als hätten wir irgendwas an GEZ zu bezahlen. So, gut, dann binden wir jetzt den zweiten Teil mal zu und die restlichen Sachen, die jetzt noch nicht betrachtet worden sind, machen wir dann im dritten Teil. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.